Meine Damen und Herren, in den Tagesordnungspunkt 13, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 5278, das transatlantische Freihandels- und Investitionsabkommen TTIP läuft nordrhein-westfälischen Interessen grundsätzlich zuwider. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Kern das Wort. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Es ist jetzt nicht ganz einfach, nach diesem schwierigen, etwas nachdenklich machenden Thema wieder zur Tagespolitik überzuleiten. Ich versuche es dann trotzdem, möchte auch etwas in die Vergangenheit zurückblicken, nicht ganz so weit. Es ist knapp 2 Jahre her, da ist das hinter verschlossenen Türen ausgehandelte ACTA-Abkommen am zivilen Widerstand in ganz Europa gescheitert. Nun jedoch sehen wir uns dem nächsten Angriff auf unsere Demokratie in Form eines geplanten Abkommens gegenüber. Es trägt den trügerisch wohlklingenden Namen Transatlantisches Freihandels- und Investitionsabkommen, kurz TTIP. Wenn ACTA die Vorhut war, dann ist TTIP die gesamte Armada. TTIP ist hochaktuell, denn jetzt werden die Weichen für Daten-, Verbraucher- und Arbeitnehmerschutz für die Zukunft gestellt. Lassen Sie mich die landespolitische Relevanz an 3 Punkten verdeutlichen. Erstens. Über TTIP sollen sogenannte Investor-Staat-Klagen eingeführt werden. Unternehmen sollen Staaten also vor Schiedsgerichten verklagen können, wenn nationale Gesetzgebung ihrer Ansicht nach den Wert ihrer Investitionen mindert. Unter dem Deckmantel des Investorenschutzes wird den Großkonzernen ein Sonderklagerecht eingeräumt. Somit wird ein Einfallstor für milliardenschwere Schadensersatzklagen gegen für Konzerne unbequeme Regelungen auf Bundes- und Landesebene geschaffen. Schauen Sie sich einfach mal an, wie Vattenfall sich aktuell den Ausstieg aus der Atomenergie vergolden lassen will. So etwas brauche ich nicht flächendeckend auch in unserer Rechtsordnung. Ein zweites Beispiel. Über TTIP ist eine Absenkung der Datenschutzstandards in Deutschland und NRW zu befürchten. Denn TTIP würde auch US-Datenkraken wie Facebook oder Google ein Recht auf Angebot ihrer Dienstleistungen in Europa einräumen. Unter Berufung auf, Anführungszeichen, nicht zu rechtfertigende Diskriminierung, Anführungszeichen, werden US-Konzerne europäische Einschränkungen bei Datentransfers in die USA einfach aushebeln. Damit hätten wir uns der allerletzten Möglichkeit beraubt, unsere Daten noch vor den USA zu schützen. Das kann nicht im Interesse von NRW sein. Drittes Beispiel. TTIP verfolgt einen radikalen und undifferenzierten Liberalisierungskurs im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens. Hier besteht die immanente Gefahr der Verdrängung lokal verwurzelter Unternehmen aus NRW bei der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen. Zudem stellt sich die Frage, ob Kommunen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit weiterhin kooperieren dürfen. Und was ist eigentlich mit dem sensiblen Bereich der Trinkwasserversorgung? Nachdem wir uns hier im Landtag bereits deutlich gegen Privatisierungsbestrebungen ausgesprochen haben, gerät dieser Bereich mit TTIP wieder ins Visier. Meine Damen und Herren, Trinkwasser ist und bleibt keine Handelsware. Und was sagt die NRW-Landesregierung zu TTIP, die Regierung des größten deutschen Bundeslandes? Wo ist denn der? Ah, da steht er. Die Regierung sieht keinen Handlungsbedarf. Sie sieht keinerlei Notwendigkeit für eine öffentliche Debatte zu TTIP und seinen Auswirkungen. In ihrer Antwort auf unsere Kleine Anfrage rechtfertigt die Regierung ihre Untätigkeit mit, ich zitiere, limitierten Mitwirkungsmöglichkeiten. Meine Damen und Herren, diese Einstellung ist ignorant und bei jedem Arbeitnehmer zöge solch eine Arbeitsverweigerung eine Abmahnung nach sich. Schon heute müssen wir davon ausgehen, dass TTIP schwerwiegende Folgen für die nordrhein-westfälische Bevölkerung, für regionale Unternehmen und für die kommunale Familie hätte.
Wir Piraten bleiben dabei. Diese Wirtschafts-NATO auf Annexionskurs muss mit allen Mitteln bekämpft werden. Wir fordern weiterhin ein Ende der Verhandlungen unter den jetzigen Bedingungen. Und die Landesregierung muss ihr gesamtes politisches Gewicht für den Stopp der Gespräche einsetzen und zeitgleich endlich eine öffentliche Debatte in NRW anstoßen. Nur auf Brüssel und Berlin zu zeigen, reicht hier nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Töns das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Thema transatlantisches Freihandelsabkommen beschäftigt uns ja nicht zum ersten Mal, und es wird uns sicherlich auch noch weiter beschäftigen. Wir haben im letzten Mai mit einem gemeinsamen Entschließungsantrag unsere Position zum transatlantischen Freihandelsabkommen deutlich gemacht. Wir haben die eindeutige Erwartung formuliert, dass die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen transparent geführt werden müssen. Wir erwarten auch weiterhin, dass die Bundesregierung die Länder in den Verhandlungsprozess mit einbezieht, was bisher in höchst unzureichendem Maße geschehen ist. Und inzwischen haben sich ja einige Befürchtungen, die hinsichtlich des Freihandelsabkommens formuliert wurden, verdichtet, während andere Punkte erst einmal, ich betone, erst einmal vom Tisch sind. Wie die Landesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Piraten ja auch klargestellt hat. So ist es sicherlich auch der Intervention der deutschen Länder zu verdanken, dass die audiovisuellen Dienstleistungen sowie Kultur und Medien weitestgehend von den Verhandlungen ausgenommen wurden und vom EU-Mandat nicht mehr gedeckt sind. Aber Kernkritikpunkte, die wir im Mai angesprochen haben, sind ja nicht vom Tisch, und insofern ist es erst einmal gut, dass diese Debatte weitergeführt wird. Auf der anderen Seite darf man das Kind aber auch nicht mit dem Bade ausschütten, dass das transatlantische Freihandelsabkommen, wie Sie es hier in der Überschrift formuliert haben, den nordrhein-westfälischen Interessen grundsätzlich zuwiderläuft, ist eine recht gewagte Behauptung, die wir so nicht teilen. Vielmehr gilt, die Chancen und Risiken eines Freihandelsabkommens genau abzuwägen. Ich will nur ein Beispiel für die Chancen nennen. Zwar sind die Einfuhrzölle auf beiden Seiten des Atlantiks nicht besonders hoch. Aufgrund des enormen Handelsvolumens fallen sie aber dennoch ins Gewicht. So erwartet die Kommission, dass durch die Abschaffung der Export- und Importzölle allein für die deutsche Automobilindustrie eine Entlastung von rund 1 Milliarde jährlich eintreten würde. Das ist angesichts der Bedeutung der Automobilindustrie und ihrer Zulieferer in Nordrhein-Westfalen schon eine Hausnummer, die man nicht einfach so ignorieren kann. Auch im Bereich öffentliche Beschaffung warten viele Architekten, Planer, Ingenieurbüros darauf, auf dem amerikanischen Markt tätig zu werden. Ein anderer wichtiger Bereich wäre nach unserer Überzeugung die Angleichung von technischen Standards. Herr Kollege, entschuldigen Sie die Unterbrechung. Würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Das ist Herrn Kollegen Sommer. Gerne. Dann bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Kollege Töns, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie sprachen gerade davon, dass wir ja mit diesem Freihandelsabkommen durchaus auch unsere Wirtschaft theoretisch befeuern könnten, weil ja auf amerikanischer Seite die Einfuhrzölle dann an Stellen wegfallen könnten. Ist Ihnen an der Stelle nicht bekannt, dass das Letzte, was von US-amerikanischer Seite offiziell verlautbart wurde, dass man eben nicht über den Erlass von Importzöllen auf amerikanischer Seite verhandelt? Herr Kollege Sommer, wie Sie sicherlich wissen, lassen die Amerikaner, und das ist einer der Kritikpunkte, den ich später auch noch erwähnt hätte, nicht zu, einen Einblick in ihre Verhandlungsstruktur und ihre Verhandlungsweise vorzunehmen. Vor dem Hintergrund finde ich auch, dass es sehr intransparent ist, wie das derzeit läuft. Und dieses intransparente Verfahren ist durchaus zu kritisieren. Trotz alledem muss man auch die positiven Dinge erwähnen. Es gibt ein ganz simples Beispiel.
Es ist in der Tat weder umwelt- noch sicherheitsrelevant, ob ein Auto, um darauf einzugehen, einen roten oder einen gelben Blinker hat. Es lassen sich noch zahlreiche weitere Beispiele anführen, in welchen Branchen ein Freihandelsabkommen zu erheblichen Wachstumsimpulsen führen könnte. Die Kommission geht davon aus, dass durch das transatlantische Freihandelsabkommen jährlich die europäische Wirtschaft um 119 Milliarden angekurbelt werden könnte. Dieses entspräche, wenn es zutreffen würde, einem Zusatzeinkommen von etwa 500 Euro pro Haushalt in Deutschland. Es liegt auf der Hand, dass davon auch der Mittelstand in Deutschland profitieren würde. Zudem soll es spezifische Maßnahmen zur gezielten Förderung von KMU im Freihandelsabkommen geben. Zur Wahrheit, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, gehört aber auch, dass es viele ernsthafte Ökonomen gibt, die die Effekte deutlich geringer einschätzen. Fest steht jedoch, die möglichen Vorteile dürfen nicht zulasten, und das ist wichtig, der Beschäftigten, der Umwelt- und Sicherheitsstandards oder des Gesundheitsschutzes gehen. Dies hat die Kommission auch mehrfach zugesagt. Wörtlich heißt es in einer in dieser Woche zum transatlantischen Freihandelsabkommen veröffentlichten Stellungnahme der Kommission, und ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten: Über Standards und Regulierungen spricht die USA allerdings nur unter einer strikten Bedingung, dass wir unsere in Europa erreichten Schutzmechanismen nicht aufgeben und verwässern. Und weiter heißt es in der Stellungnahme der Kommission: Fortschritte bei der Verbesserung der Handels- und Investitionsbedingungen werden nicht auf Kosten unserer Grundwerte gehen. Ich werte diese Aussagen so, dass der Kommission bewusst ist, dass weder Deutschland noch die Mehrheit der Europäer bereit sind, die sozialen, gesundheits- und umweltpolitischen Errungenschaften Europas auf dem Altar des Freihandels zu opfern. Natürlich gibt es extrem kritische Punkte, wie die Revision der Investorenstaatsstreitigkeiten. Aber auch bei diesem Punkt ist die Tatsache, dass die Kommission dazu eine öffentliche Konsultation durchführen wird, erst einmal positiv zu bewerten. Um es deutlich zu sagen, wir halten weder einen Investoren-Staatsstreitigkeit-Mechanismus noch spezielle Investitionsschutzvorschriften für erforderlich und lehnen sie deshalb ab. Beide Partner des Abkommens genießen hinreichenden Rechtsschutz durch die nationalen Gerichte, und es gilt der Grundsatz, dass Gleiches nicht ungleich behandelt werden darf. Hier darf keine Parallelgesetzgebung entstehen, die nationale Vorschriften, Rechtsvorschriften unter Umständen außer Kraft setzen könnte. Es steht auch außer Frage, dass durch das Freihandelsabkommen keine Absenkung von Sozialstandards geben darf. Tarifautonomie, Mindestlohn, Mitbestimmung, Mindestlöhne, all dies kann und darf kein Verhandlungsgegenstand sein. Durch das transatlantische Freihandelsabkommen darf kein Lohndumping entstehen in Europa. Ein wichtiger letzter Punkt, der ja auch in Ihrem Antrag richtigerweise angesprochen wird: es darf bei diesem Thema nicht das Gefühl aufkommen, hier würden Geheimgespräche geführt. Und Herr Sommer, zwar wird das Europäische Parlament regelmäßig informiert und bekommt Zugang zu den Verhandlungspapieren der Kommission, doch es schürt in der Tat Misstrauen, wenn die USA Einsicht in ihre Entwürfe verweigern. Auch erscheinen uns die Bemühungen des Dialogs mit der Zivilgesellschaft von Seiten der EU-Kommission durchaus ausbaufähig. Ein letzter wichtiger Punkt bei den Verhandlungen zum transatlantischen Freihandelsabkommen: muss Qualität hier vor Schnelligkeit gehen. Ganz deutlich, einem wie auch immer gearteten Zeitdruck. Den Zielen eines guten Ergebnisses nicht untergeordnet werden. Erst wenn alle Fragen zufriedenstellend gelöst sind, kann es zu einem Ratifizierungsprozess kommen. Insofern bietet der vorliegende Antrag nach unserer Überzeugung eine Grundlage, die Diskussion im Ausschuss weiterzuführen. Ich freue mich auf die Beratungen und wünsche Ihnen ein herzliches Glück auf. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Jostmeier das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Vereinigten Staaten von Amerika und Europa stehen für ein Drittel des Welthandels. Wenn es
für gelingen sollte, ein Handels- und Investitionsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union zu schaffen, genannt TTIP, Herr Kern, dann entsteht nicht mehr und nicht weniger als der größte Wirtschaftsraum der Welt. Das Ziel, um das es im Wesentlichen geht, sind drei Dinge. Es geht um Wachstum, es geht um Arbeitsplätze und es geht auch um unseren Wohlstand insgesamt. Ich will mich mit den Kritikpunkten, die genannt worden sind von Ihnen in Ihrem Papier, in Ihrem Antrag und die allgemein diskutiert werden, hier mit vielen auseinandersetzen. Das Erste, was gesagt worden ist, es wird mit viel zu wenig Transparenz oder nicht vorhandener Transparenz verhandelt. Dieser Vorwurf trifft teilweise zu. Sie wissen aber auch, dass die Europäische Kommission ab März Konsultationen mit der Zivilgesellschaft aufgenommen hat und dass mit Datum des heutigen Tages Sie die Diskussion im Internet mit der Europäischen Kommission verfolgen können, Fragen stellen können und die entsprechend beantwortet werden sollen. Zweiter Vorwurf, der Absenkung des europäischen Datenschutzes. Meine Damen und Herren, keine Frage, sensible Themen, vor allem im Bereich Landwirtschaft, im Bereich Lebensmittel, aber auch im Bereich Datenschutz, müssen sorgfältig verhandelt werden. Und ich will es mal mit meinen Worten jetzt so formulieren. Die Herausforderungen liegen darin, dass unter anderem beim Datenschutz wir nicht die amerikanische Großzügigkeit zum Maßstab werden lassen, was dort als Ergebnis verhandelt wird. Ich möchte zum Punkt 3 kommen, ein wesentlicher Punkt. Sie sagen, das Ganze sei nur zugunsten der großen Konzerne und der Industrie würde das veranstaltet und die mittelständische Wirtschaft, das, was uns trägt, was uns unseren Wohlstand, unsere Stabilität gibt, sei nicht nur nicht zum Vorteil, sondern zum Nachteil des Mittelstandes in Nordrhein-Westfalen. Meine Damen und Herren, Herr Kern, meine Damen und Herren von den Piraten, diese Ansicht teilen wir nicht. Und ich glaube, dass ich das auch entkräften kann. Aus deutscher Sicht ist hervorzuheben, dass gerade der deutsche Mittelstand, das Rückgrat unseres Wohlstandes und der Wirtschaft von TTIP profitieren wird. Und ich will jetzt einige Ausführungen und Zahlen anführen, die auf den Untersuchungen des IFO-Institutes beruhen. Gerade bei den bestehenden doppelten Zulassungs-, Zertifizierungs- und Nominierungsprozessen stellen oft für die kleinen und die mittelständischen Unternehmen ein großes Handelshindernis dar. Es gibt zwischen Deutschland und den übrigen Staaten der Welt etwa 350 regionale Handelsabkommen. Und im Durchschnitt, so sagt das IFO-Institut, erhöhen diese Handelsabkommen mit den jeweiligen Staaten den Handel zwischen den Beteiligten um 40-120%. Und diese Modellrechnungen des IFO-Instituts zeigen zudem, dass mit TTIP, und da hat der Kollege Tönz dankenswerterweise darauf hingewiesen, diese Zahlen könnte ich jetzt auch vortragen, mit dem TTIP das reale Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland langfristig um etwa 5% höher sein könnte als beim derzeitigen Status quo. Das bedeutet, dass über einen Zeitraum von etwa 15 Jahren das jährliche Wachstum um 0,3 Prozentpunkte höher als ohne die Handelsliberalisierung läge. Deutschland könnte somit das Ergebnis dieser Untersuchung mit 45.000 bis 180.000 neuen Arbeitsplätzen rechnen. Und das entspräche einer Senkung unserer Arbeitslosigkeit um bis zu 0,4 Prozentpunkte. Ich will aber, meine Damen und Herren, auch auf die Spezialität in Nordrhein-Westfalen eingehen, was Sie ja speziell auch zum Thema gemacht haben. Wir haben bei uns in Nordrhein-Westfalen 1.344 amerikanische Unternehmen. Die USA ist der viertgrößte Investor bei uns im Lande. Die Exporte aus Nordrhein-Westfalen in die USA könnten nach Berechnung des IFO-Instituts um 29% steigen und in Nordrhein-Westfalen könnten derselben Studie zufolge 21.000 Arbeitsplätze neu entstehen. Meine Damen und Herren, die Sorgen oder die Formulierung, die Sie im Titel Ihres Antrages formulieren, dass das Freihandelsabkommen nordrhein-westfälische Interessen zuwiderlaufe, Herr Kern, meine Damen und Herren von den Piraten, das
glauben wir nicht nur nicht, sondern das ist sachlich falsch. Ich will mich mit einem vierten Punkt noch auseinandersetzen, den wir ernst nehmen, nämlich die Frage, was besonders auch strittig ist, die Regelung zum Investitionsschutz. Da wird unter anderem vorgetragen, dass mithilfe eines solchen Schiedsverfahrens zum Beispiel ein deutsches Frackingsverbot unterlaufen werden und ausgehebelt werden könnte. Meine Damen und Herren, das ist für uns keine Frage. Die Entscheidungen dürfen, deutsche Entscheidungen, die wir auf lokaler, auf Landesebene, auf Bundesebene treffen, dürfen nicht durch Verfahren eines solchen Streitbeilegungsverfahrens da ausgehebelt werden. Wir wollen, und damit sind wir uns mit den Franzosen, den Briten, den Italienern, den Holländern und den Dänen auch da einig, wir wollen keine Sonderschiedsgerichte. Aber, meine Damen und Herren, im ersten Punkt Ihres Antrages fordern Sie das Land Nordrhein-Westfalen auf, wir sollten sämtliche Verhandlungen stoppen. Meine Damen und Herren, lieber Herr Kern, ein Generalangriff auf die Demokratie, ich fange jetzt mit Ihren ersten Sätzen an, die Wirtschafts-NATO auf Annexionskurs, geht es nicht ein kleines bisschen kleiner? Also das stimmt absolut nicht und das halten wir für falsch. Kein falsches Signal, meine Damen und Herren, gerade vor dem Hintergrund, Sie wissen, wir hatten heute den polnischen Botschafter bei uns im Parlament. Er hat unter anderem darauf hingewiesen, auf die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen, was uns alle beschäftigt, die Krim-Krise. Ich glaube, es ist unter anderem auch an der Zeit, dass der Schulterschluss auch zwischen den westlichen Ländern, zwischen den USA und der Europäischen Union, nicht nur bei den Werten, bei den Demokratie- und rechtsstaatlichen Werten, stärker geschaffen wird, sondern, Herr Sommer, auch unter anderem dadurch durch Handelsbeziehungen, die uns dazu helfen, dass wir unseren Wohlstand stabilisieren und dass wir eine Freihandelszone kommen, die allen entgegenkommt. Über Details, über Dinge, die es zu kritisieren gibt, müssen wir uns unterhalten. Und deswegen, ich freue mich ebenfalls auf die Überweisung und auf die Diskussion bei uns im federführenden Ausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Josmeier. Herr Josmeier, wenn Sie noch einen Moment hier bleiben, denn Herr Kollege Oleak wollte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Die war auch noch rechtzeitig angemeldet. Wenn Sie die Herr zulassen Kollege wollen, ja, natürlich. Dann bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Josmeier, vielen Dank, dass Sie die kurze Frage noch zulassen. Jetzt habe ich die Frage, weil Sie sich auf den Besuch unseres polnischen oder des polnischen Botschafters heute im Hause bezogen, habe ich die Frage, ist Ihnen der Umstand bekannt, dass es gerade ausgehend die polnische Zivilbürgerschaft war, die explizit ACTA verhindert hat damals und erst daran im Anschluss in ganz Europa die Welle durchging? Also von daher haben wir meines Erachtens nach schon den Schulterschluss oder sehe ich da was, verstehe ich da was falsch? Möglicherweise sehen Sie da was falsch, wenn das, ich gebe zu, es war mir nicht bekannt, dass das da von den Polen kam. Tatsache ist aber auch, dass bei dem Verfahren, was jetzt läuft, die Zivilgesellschaft entsprechend beteiligt ist und dass nicht nur die polnische, sondern auch die deutsche Zivilgesellschaft mit ihren Verhandlungen bei der Kommission in diesem Verfahren da beteiligt ist. Und ich habe keine Sorge dafür, dass das nicht auch zum Ergebnis führen könnte, dass unter Einbeziehung dieser Diskussion mit der Zivilgesellschaft, nicht zuletzt mit der polnischen Zivilgesellschaft, wir auch zu einem Ergebnis kommen, dass die negativen Auswirkungen, die wir beide beklagen, ich habe ja einige Punkte benannt, nicht in der Weise Wirklichkeit werden, wie wir es fürchten. Insgesamt sehe ich die Vorteile für uns, für unsere Wirtschaft, insbesondere für Nordrhein-Westfalen, wesentlich stärker als das, was mit so einer Panik-Schlagzeilen-Diskussion, Herr Kern, seien Sie mir nicht böse, dargestellt worden ist. Das trifft die Wirklichkeit absolut nicht. Vielen Dank. Soweit die nachgeschaltete Frage und deren Antwort. Jetzt hat das Wort Herr Kollege Engsfeld für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika soll die größte Freihandelszone der Welt entstehen. Es geht hierbei jedoch weniger um den Abbau der ohnehin schon geringen Zölle, als vielmehr um den Abbau von zahlreichen Regelungen, die als Handelshemmnisse empfunden werden. Bisher werden die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen geführt, dennoch gibt es berechtigte Befürchtungen, dass damit zahlreiche europäische und deutsche Standards in vielen Bereichen gefährdet werden. Es droht eine Gefährdung
des Umwelt-, Gesundheits-, Verbraucher- und Datenschutzes in Deutschland, meine Damen und Herren, und nicht zuletzt auch unserer rechtsstaatlichen Prinzipien. Durch einen Landtagsbeschluss vom 16. Mai 2013, der sich an die Bundesregierung richtete, hat die Grüne Landtagsfraktion bereits mit dazu beigetragen, dass Teile des Kultur- und Medienbereichs von den Verhandlungen ausgenommen wird. Denn Kultur und Medien sind für uns keine Handelsware und wurden bisher immer von Handelsverträgen ausgenommen, um die kulturelle Vielfalt und die freie Meinungsbildung sicherzustellen. Wir Grüne haben im Europaparlament vergeblich versucht, das Verhandlungsmandat für die Europäische Kommission sozial, ökologisch und demokratisch zu gestalten. Grundsätzlich könnten Handelsabkommen sinnvolle Instrumente für effektivere Märkte auch im Interesse des Gemeinwohls sein. Leider wurden die grünen Anträge in allen wichtigen Fragen im Europaparlament abgelehnt, und deswegen hat die Landtagsfraktion sich im Februar diesen Jahres mit einem Fraktionsbeschluss daraufhin kritisch zu den geplanten Handelsabkommen positioniert, und die Grüne Bundespartei ist wenig später dieser kritischen Positionierung gefolgt. Ich möchte Ihnen vier Beispiele nennen, warum wir so kritisch sind. Erstens. Ein grundlegendes Problem stellt die Art und Weise der Verhandlungen zwischen den USA und der EU über das Freihandelsabkommen dar, denn diese finden hinter verschlossenen Türen statt. Bis zur endgültigen Fertigstellung bleiben Öffentlichkeit und Presse außen vor. Gleichwohl wird Vertreterinnen von Unternehmen ein privilegierter Zugang gewährt. Bereits von den eigentlichen Verhandlungen wurden seit 2011 die Beratungen in internen Arbeitsgruppen unter der Beteiligung von Unternehmen vorbereitet. Für uns Grüne ist jedoch klar, dass so ein weitreichendes Abkommen nicht akzeptabel ist, das hinter verschlossenen Türen verhandelt wird und bei dem zwar Unternehmen, nicht aber die Öffentlichkeit und die Parlamente mitsprechen dürfen. Transparenz und Öffentlichkeit sind für uns nicht verhandelbare Grundprinzipien. Zweitens. Mit dem geplanten Investitionsschutz sollen Investor-Staat-Klagen eingeführt werden, bei denen ein Unternehmen gegen eine staatliche Regelung klagen kann, wenn es sich von dieser in seinen wirtschaftlichen Betätigungen benachteiligt fühlt. Geplant ist jedoch nicht, dass das Urteil von einem ordentlichen Gericht getroffen wird, sondern dass drei von Unternehmen und der Nationalregierung benannte Juristinnen in einem Schiedsgericht entscheiden sollen und dass diese Entscheidung rechtskräftig ist. Das ist eine immense Gefährdung des deutschen Rechtsstaates sowie der Souveränität und Handlungsspielräume von Gerichten, Parlamenten und Regierung. Diese Klagemöglichkeiten sind zudem überflüssig, weil Investoren auf beiden Seiten des Atlantiks auch einfach die nationalen Gerichte anrufen können. Ab heute, der Kollege Josmeier hat es schon erwähnt, haben alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union die Chance, im Rahmen eines Online-Konsultationsprozesses der EU-Kommission zum Investitionsschutzkapitel ihre Meinung zu diesem besonders umstrittenen Kapitel des Freihandelsabkommens zu äußern. Das ist ein absolut richtiger Schritt. Die Kommission muss aber beweisen, dass das Konsultationsverfahren keine Scheinbeteiligung wird, sondern ein ernst gemeinter Dialog. Deshalb reicht es nicht nur, einzelne Bausteine zu veröffentlichen. Das gesamte Kapitel zum Investitionsschutz muss für die Öffentlichkeit einsehbar werden. Eigentlich das komplette Verhandlungsmandat. Andernfalls haben die Bürgerinnen und Bürger keine Chance, die gesamten Auswirkungen des Kapitels und des Mandates an sich zu bewerten. Außerdem muss Brüssel die Ergebnisse am Ende ernst nehmen und die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Wir Grünen meinen, ein solches Investitionsschutzkapitel darf kein Teil von TTIP sein. Drittens. Das Abkommen könnte im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz positive Effekte für Deutschland und Europa bringen, da wir in diesem Bereich führend sind. Im Bereich der fossilen Energieträger sind jedoch erhebliche Risiken zu erwarten. Die Gefahren ergeben sich aus wesentlich geringeren Umweltstandards und der fragwürdigen, aber kostengünstigen Gewinnung von Kohle, Öl und Gas in den USA. Diese durch die Entfernung von ganzen Bergkuppen oder durch Fracking gewonnenen Energieträger könnten am europäischen Markt günstiger angeboten werden und hätten so einen negativen Effekt auf unsere Bemühungen zur Energiewende und zum Klimaschutz, da sie erneuerbare Energien verdrängen könnten. Notwendig wären folglich sehr hohe Vorgaben für Umwelt- und Klimastandards im Rahmen des Handelsabkommens, was jedoch derzeit unmöglich erscheint. Hinzu kommt die Gefahr,
die von den eben genannten geplanten Investor-Staat-Klagen ausgeht, dass künftig doch Fracking in Deutschland durchgeführt werden könnte. Allein die zurzeit anhängigen und bisher durchgeführten Klageverfahren gegen investitionsfeindliche Regelungen zeigen, dass der wirtschaftliche Druck enorm ist. Ein Beispiel aus Kanada zeigt dies plastisch. Kanada unterliegt einer gleichen Investorenschutzregelung aufgrund des nordamerikanischen Freihandelsabkommens. Daher konnte das US-amerikanische Unternehmen Lone Pine den Staat Kanada auf 183 Millionen Euro verklagen, nachdem die Landesregierung von Quebec ein Moratorium zu Fracking erlassen hatte. Durch solche Möglichkeiten werden Staaten erpressbar, so das Fracking-Moratorium in Europa, auch bei uns in Nordrhein-Westfalen, auf wackeligen Füßen stehen werden, sollte das Abkommen derart beschlossen werden. Ich füge mal eben an die Adresse der CDU-Fraktion hinzu. Das wird ja auch teilweise gefährdet, mal wieder von Oliver Wittke, der war wieder ein bisschen schnell gerade unterwegs. Das ist irgendwie sein Schicksal, dass er immer so schnell ist. Ne? Ja, ja. Bitte fürs Protokoll, ja? Gut, er hat das Zitat nicht autorisiert, verstehe. Das nehme ich mal so hin. Wenn Fracking zugelassen würde, dann würden künftig Millionen von Litern Chemikalien in den Boden gepresst, um Gas aus den Gesteinsschichten zu gewinnen. Damit würde das Lebensmittel Nummer eins, unser Wasser, und damit auch wir und unsere Umwelt massiv gefährdet werden. Viertens. Fast allen öffentlichen Dienstleistungen droht durch TTIP ein neuer Privatisierungsdruck. Die Ausnahme im Verhandlungsmandat für in Anführungszeichen in hoheitliche Gewalt Anführungszeichen erbrachte Dienstleistungen schützt praktisch nur die Europäische Zentralbank sicher vor der angestrebten Liberalisierung. Unter Druck kann geraten, wer im Wettbewerb mit anderen Dienstleistern steht. Private Unternehmen und Wettbewerb gibt es aber fast überall. Bei Stadtwerken, Bahn, Post, Bildung, Gesundheit, der Kranken oder sogar der Rentenversicherung. Und wir erinnern uns, wie der Kollege Kern auch schon gesagt hat, an die Debatte zur Vergaberichtlinie. Da ist es uns gelungen, die Privatisierung der Wasserversorgung aus dem Mandat herauszubekommen. Es ist zu befürchten, dass das Abkommen gravierende Auswirkungen auf kommunale Unternehmen und die Daseinsvorsorge mit sich bringen wird. Wir Grünen stehen auf allen Ebenen für gute öffentliche Dienste und gegen dieses uneingeschränkte Verhandlungsmandat. Ich komme zum Schluss. Freihandel ist kein Selbstzweck. Freihandel bedarf sozialer und ökologischer Leitplanken. Bei richtiger Ausgestaltung könnte eine engere transatlantische Zusammenarbeit auch für den Klimaschutz positive Impulse setzen und zum Abbau umweltschädlicher Subventionen beitragen. Dafür braucht es aber einen Neustart, der die vielen Sorgen ernst nimmt. Der Überweisung im Ausschuss stimmen wir natürlich zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Engsfeld. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Ellerbrock. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben ja gerade eine Menge über das TTIP gehört, über das Freihandelsabkommen gehört, vor allen Dingen ausgesprochen Kritisches, aber ich kann dem so nicht folgen, was Sie hier überzeichnen als Apokalypse an die Wand malen. So sehen wir das in dem Falle nicht. Sorgfalt ja, Apokalypse nein. Meine Damen und Herren, worum handelt es sich? Es handelt sich um eigentlich Business as usual, in dem unterschiedliche, schon auf Erfahrung beruhende Handelsabkommen als Maßstab herangezogen werden. Es handelt sich um Wirtschaftsbeziehungen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Einen Kritikpunkt gibt es allerdings, das muss man ganz klar sagen. Die Rahmenbedingungen hängen in der Tat mit der Späh-Affäre des amerikanischen Geheimdienstes zusammen. So geht es nicht. Das muss man ganz deutlich sagen. Hier werden Materialien zusammengesucht, hier wird gespäht. Unter Partnern ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Christian Lindner hat dazu gesagt, glaube ich, Freiheit geht ohne Freiheit vor Freihandel. Das war, glaube ich, die Leitlinie
Ein Freihandelsabkommen kann nur dann unterzeichnet werden, wenn es begleitet wird mit einem entsprechend wirksamen Datenschutzabkommen. Es muss nachvollziehbar, plausibel gesichert werden, dass diese Spähaktionen sich nicht wiederholen können. Aber dann stehen wir dem durchaus positiv gegenüber. Das Grundgesetz, die EU-Grundrechtscharta und die UN-Menschenrechtscharta garantieren die Privatsphäre als Menschenrecht. Ja, natürlich machen wir das auch. Aber wir wissen jetzt, diese Privatsphäre ist derzeit so nicht gewährleistet. Amerika verfolgt hier eine unsentimentale, nur an den eigenen Interessen ausgerichtete Außenpolitik. Meine Damen und Herren, auch wir sollten als EU selbstsicher auch auf Sentimentalitäten verzichten und unsere Interessen deutlich machen. Und wir müssen leider feststellen, in diesem Zusammenhang gibt es kein gemeinsames Grundverständnis derzeit zwischen den Amerikanern und uns. Deshalb muss TTIP durch ein entsprechendes Datenschutzabkommen abgeglichen werden. Das ist völlig klar. Ein transatlantisches Freihandelsabkommen ohne solche Sache macht keinen Sinn. Welche Stellung hat denn Europa in dem Zusammenhang? Europa hat eine Bevölkerung von rund 320 Millionen Einwohnern, 500 Millionen Einwohnern. Die Amerikaner haben 320 Millionen Einwohner. Die Amerikaner haben 26% des Welthandelsvolumens. Europa hat 28. Beide Blöcke sind für sich schon Global Player. Gemeinsam 26 und 28 größer 50, mehr als die Hälfte des Welthandels, werden hier miteinander verhandelt, sind mächtige Global Player. Also haben auch die Amerikaner ein ursächliches Interesse daran, dieses Freihandelsabkommen mit uns zu schließen. Und deswegen haben auch wir gute Chancen durchzusetzen, Freihandelsabkommen, Datenschutzabkommen, zwei Seiten einer Medaille. Eins alleine geht nicht. Wenn dies gelingt, dann ist auch das der Weg für ein Freihandelsabkommen aus meiner Überzeugung vernünftig, abseits von diesen Katastrophenszenarien. Sie haben eben in Frage gestellt, ob das überhaupt einen Sinn macht. Die EU hat ja bei einem Londoner Institut eine Potenzialstudie gemacht und ist machen lassen und ist zum Ergebnis gekommen, rund 120 Milliarden pro Jahr mehr Umsatz, mehr Wertschöpfung könnte generiert werden. Das ist eine Potenzialstudie, das ist eine Möglichkeit. Wenn man aber kein Abkommen abschließt, dann ist dieses Potenzial auch nicht generierbar. Und Sie werden mir sicherlich zustimmen, ein Potenzial von 120 Milliarden ist günstiger als ein Potenzial mit Null. Und deswegen ist das schon mal eine ganz positive Sache. Der nächste Punkt ist, dass wir deutlich machen müssen, um welche Standards geht es. Der Kollege Engsfeld hat ja wieder, ich nenne das immer, das Chlorhähnchen fliegen lassen. Es geht doch nicht darum, dass wir unsere Standards absenken. Die Standards müssen eingehalten werden. Nur, sie müssen gleichmäßig eingehalten werden. Wer nach Europa importiert, muss europäische Standards einhalten, sofern wir uns denn hier in Europa auf Standards einigen können. Das ist eine zweite Frage. Und wenn wir nach Amerika exportieren, müssen wir deren Standards einhalten. Wenn Amerikaner mit Autos zu uns kommen und die entsprechen nicht unseren Standards, müssen sie umgerüstet werden oder können nicht importiert werden. Darum geht es. Es geht dabei, das, was wir schon in der alten EU jahrelang praktizieren, dass wir Diskriminierungsverbote für einen gemeinsamen Binnenmarkt, dass wir das aussprechen und auch durchsetzen. Wir dürfen nur Regelungen machen, die für alle gleichermaßen gelten und jemanden anders nicht diskriminieren. Darum geht es und um nichts anderes. Meine Damen und Herren, und auch das Schiedsgericht, was eben, ich weiß nicht, wer es angesprochen hatte, das Schiedsgericht stellt doch nur fest, ob diese Spielregeln eingehalten werden können. Wenn ich sehe, welche Chancen da sind, dann sage ich prima. Wenn ich sehe, welche Schwierigkeiten darstellen zu den Piraten, das muss sorgfältig verhandelt werden. Dann sehe ich in dem Abkommen kein Teufelswerk. Dann sehe ich in dem Abkommen eine Chance, wo wir Freiheitsrechte verankern, wo wir Handelsrechte verankern. Und wenn wir das schaffen, die Normen noch zu vergleichmäßigen zwischen Amerika und Europa, ist das sicherlich auch ein weltweiter Fortschritt. Wenn das funktioniert, dass wir Bürgerrechte stärken, Freiheitsrechte stärken, Handelsabkommen abschließen,
Ja, das ist ein vernünftiger Weg, sorgfältig verhandeln, aber Apokalypsen an die Wand malen, das ist zumindest nicht unser Weg. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ellerbrock. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Dün das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir alle wissen, dass Außenhandel und grenzüberschreitende Investitionen immer wichtiger werden, dass sie eine ganz entscheidende, treibende Kraft für unser Wachstum sind, aber auch für Beschäftigung. Und das gilt ganz konkret nicht nur überall, sondern hier in Nordrhein-Westfalen. So hat sich, um ein paar Zahlen zu nennen, der Wert der weltweit grenzüberschreitend gehandelten Waren und Dienstleistungen seit 2003, also in einem Zeitraum von nur 10 Jahren, mehr als verdoppelt. Die Exporte Nordrhein-Westfalens sind im gleichen Zeitraum von 121 auf 181 Milliarden Euro und damit um 50% gestiegen. Fast ein Drittel der gesamten nordrhein-westfälischen Wirtschaftsleistung geht heute in den Export. Aber auch ausländische Direktinvestitionen werden für die Beschäftigung in Nordrhein-Westfalen immer wichtiger. Die knapp 14.000 ausländischen Unternehmen in unserem Land beschäftigen 750.000 Menschen. Jeder achte Erwerbstätige in Nordrhein-Westfalen hat damit ein ausländisches Unternehmen als Arbeitgeber. Dies alles ist nur möglich, weil wir einen freien und offenen Welthandel haben und weil die Unternehmen die nötige Rechtssicherheit für Handel und Investitionen bei uns wie auch bei unseren Wirtschaftspartnern in der Welt vorfinden. Und als Exportnation und als einer der weltweit bedeutendsten Standorte für ausländische Direktinvestitionen haben wir ein existenzielles Eigeninteresse an offenen Märkten, die zugleich faire Bedingungen für alle Marktteilnehmer gewährleisten. Diese fairen Bedingungen, meine Damen und Herren, und die Rechtssicherheit zu gewährleisten und fortwährend an veränderte wirtschaftliche, technische, aber auch politische Rahmenbedingungen anzupassen, das ist die Aufgabe von Handelsabkommen. Und ich will das hier in aller Deutlichkeit sagen und sehe mich dort auch in Übereinstimmung mit dem, was der Abgeordnete Tönz hier vorgetragen hat. Ich würde mir wünschen, dass die hierfür geschaffenen internationalen Organisationen, allen voran die WTO, schneller mit ihren multilateralen Verhandlungen vorankämen. Einheitliche und transparente Regeln, möglichst für die gesamte Weltwirtschaft, sind besser als ein Wust von bilateralen Abkommen, die kaum jemand überblicken kann und oft mit einer Vorzugsbehandlung einzelner Länder verbunden sind. Solange Einigungen im Rahmen der WTO und der anderen internationalen Organisationen aber nicht möglich sind, weil zum Beispiel einzelne Länder aufgrund singulärer Interessen eine Blockadehaltung einnehmen, sind wir auf solche bilateralen Abkommen wie TTIP angewiesen. Die Themen, über die die EU und die USA verhandeln, sind in einigen Bereichen, das ist schon angeklungen in der bisherigen Debatte, sehr stark interessengebunden und berühren auch politisch sehr sensible Bereiche. Das gilt im Übrigen für beide Seiten am Verhandlungstisch. So wie wir eine Absenkung oder ein Unterlaufen unserer hohen Umwelt-, Sicherheits- und Gesundheitsstandards durch eine Öffnung für amerikanische Produkte befürchten, sehen Amerikaner, und das ist bemerkenswert genug, eine Aushöhlung ihrer vergleichsweise straffen Regulierung ihrer Finanzmärkte als Gefahr der Verhandlungen an. Oder, um ein anderes Beispiel zu nehmen, deutsche Städte und Gemeinden haben Angst vor Konkurrenz für ihre kommunalen Versorgungsunternehmen durch amerikanische Anbieter. Eine ähnliche Befürchtung gibt es auch in den amerikanischen Bundesstaaten, dass sie für europäische Unternehmen ihre öffentlichen Aufträge öffnen müssten bei der entsprechenden Vergabe. Die Verhandlungen über TTIP werden nur zu einem Abschluss führen, wenn sich darin beide Seiten mit ihren Interessen wiederfinden und wenn es unter dem Strich eine Win-Win-Situation für beide Verhandlungspartner gibt. Das heißt, wenn beide feststellen, dass die Vorteile, die sie daraus ziehen, überwiegen und dass essentielle Schutzinteressen gewahrt bleiben und eben nicht geopfert werden. Keine Seite, weder die EU noch die USA, werden am Ende ein solches Abkommen unterzeichnen, das diese Vorgaben nicht berücksichtigt. Ich finde es gut, dass
auch wir hier im Landtag darüber schon sehr frühzeitig im letzten Jahr an verschiedenen Stellen diskutiert haben, wo nach unserer Meinung rote Linien gezogen werden müssen. Und manches von dem, was wir ja auch diskutiert haben, hat sich auch in dem Verhandlungsmandat der EU entsprechend wiedergefunden. Niemand wird die EU zwingen, die Rechtsvorschriften zu genveränderten Organismen oder ihre Verbraucherschutzstandards abzusenken oder die im EU-Vertrag geregelte Gewährleistung der kommunalen Daseinsvorsorge auszuhebeln. Auch der unter anderem vom Bundesrat geforderte Ausschluss von Kultur und Medien aus dem Verhandlungsmandat, und ich kann mich sehr gut an die sehr intensive Debatte, die wir hier dazu geführt haben, erinnern, gehört dazu. Wir sollten, davon bin ich überzeugt, jetzt nicht uns in Spekulationen ergehen, was denn am Ende in dem Abkommen stehen wird, sondern wir sollten die Verhandlungen kritisch und konstruktiv begleiten. Ganz konkret werden wir uns erst dann zu dem Abkommenstext äußern können, wenn er am Ende der Verhandlungen auch auf dem Tisch liegt. Ich halte es für wichtig, und das tun wir als Wirtschaftsministerium in enger Abstimmung mit anderen Ressorts, sich auch aktiv in diesen Prozess mit einzubringen und die Möglichkeit zu nutzen, die Interessen des Landes Nordrhein-Westfalens dort vorzutragen und deutlich zu machen, bei welchen Themen wir sehr kritisch hinsehen. Das betrifft die Themen, auf die auch in der Debatte schon hingewiesen worden ist, wie den Schutz der öffentlichen Daseinsvorsorge oder den Umwelt-, den Gesundheits- und Verbraucherschutz. Ein Sonderthema ist sicherlich der Investitionsschutz. Ob es wirklich zusätzlicher Regelungen bedarf, um die Investitionssicherheit auf der jeweils anderen Seite des Atlantiks zu erhöhen, darüber kann man trefflich streiten. EU und USA gewährleisten allen Unternehmen, egal woher ihre Eigentümer kommen, die weltweit wohl höchste Rechtssicherheit und verfügen über leistungsfähige Verwaltungen und Gerichte, um diese dann auch durchzusetzen. Daher ist es richtig, dass die Europäische Kommission die Verhandlungen über dieses Thema erst einmal ausgesetzt und eine öffentliche Konsultation dazu eingeleitet hat. Und der Vorstoß von Bundeswirtschaftsminister Gabriel findet unsere ausdrückliche Unterstützung. Eine Behauptung im Antrag der Piraten ist auch mir aufgefallen, sehr geehrter Herr Großmeier, Sie haben darauf auch schon Bezug genommen, die ich ebenfalls für grundfalsch halte. Nämlich, es wird behauptet, dass TTIP nütze nur den großen Konzernen und nicht der mittelständischen Wirtschaft. Ich sehe das genau umgekehrt. Die großen Unternehmen, die wir in Nordrhein-Westfalen auch beheimaten, die haben viele Möglichkeiten, mit den unterschiedlichen Standards und Handelshemmnissen auf der anderen Seite des Kontinents umzugehen. Ihnen geht nicht die Puste aus, wenn Medikamente, Fahrzeuge, Maschinen oder andere Produkte doppelt und dreifach geprüft oder genehmigt werden lassen müssen. Zur Not können Sie auch neue Produktionsstandorte jenseits des Atlantiks errichten, wenn dies den Markteintritt erleichtert, wie das zum Beispiel Automobilhersteller und zum Teil auch deren Zulieferer längst getan haben. Aber kleinere und mittlere Unternehmen können das nicht. Sie würden den größten Nutzen aus einer Angleichung oder gegenseitigen Anerkennung von Normen und Standards ziehen. Gerade unsere Hidden Champions, die uns doch fraktionsübergreifend und unabhängig von Parteizugehörigkeiten so am Herzen liegen, die nicht selten in einer kleinen Marktnische unterwegs sind, die damit den Weltmarkt bedienen und für die es sich nicht lohnt, eine eigene Fertigung jetzt in den USA aufzubauen, die erwarten sich große Erleichterungen von TTIP. Völlig unabhängig davon bin ich sehr Ihrer Meinung und unterstütze Ihre Forderung nach mehr Transparenz und weniger Geheimniskrämerei bei den Verhandlungen. Natürlich benötigen die Verhandlungsführer Vertraulichkeit bei der Festlegung von taktischen Positionen. Aber dieses darf eben nicht zulasten einer breiten öffentlichen Debatte über die Regelungsinhalte des Abkommens gehen. Meine Damen und Herren, abschließend komme ich zu dem Ergebnis, dass TTIP bietet für unsere Wirtschaft und für unseren Arbeitsmarkt erhebliche Chancen, ohne dass man dabei die Risiken kleinreden muss. Aber wir sollten diese Chancen unvoreingenommen prüfen und am Ende eine nüchterne Abwägung vornehmen. Jetzt schon am Beginn der Verhandlungen deren Beendigung zu fordern, wie die Piraten das tun, das, davon bin ich überzeugt, läge eben nicht im Interesse Nordrhein-Westfalens und nordrhein-westfälischer Unternehmen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Dün. Für die SPD-Fraktion spricht Frau Kollegin Müller-Witt.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ziel eines Freihandelsabkommens im ursprünglichen Sinne ist, Zölle und nichttarifäre Handelshemmnisse zu beseitigen. Der Ökonom David Ricardo hat vor mehr als 200 Jahren in seiner Theorie von den komparativen Kostenvorteilen aufgezeigt, dass internationaler Handel für die beteiligten Länder vorteilhaft sein kann. Bis heute wird immer wieder angeführt, dass eine Liberalisierung des Handels zu einer Stärkung der Wettbewerbsintensität führt. Man erwartet eine Steigerung der Außenhandelsbeziehungen, gewinnt zugleich Bündnispartner im Wettbewerb um die Erschließung neuer Märkte. Doch was in der Theorie unter bestimmten Annahmen nachgewiesen wird, kann in der Praxis ganz anders sein. Da teile ich den grenzenlosen Optimismus des Kollegen Jostmeier nicht. In den letzten 200 Jahren hat sich die Welt erfreulicherweise weiterentwickelt. So wurden Arbeitnehmerrechte erstritten, der Sozialstaat geschaffen und zahlreiche weitere Rechte und Standards mehr. Als Folge der industriellen Produktion, des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts und eines veränderten Menschenbildes wurden zudem zahlreiche Schutzrechte kodifiziert. In diesen Schutzrechten sehen die Neoliberalen nichttarifäre Handelshemmnisse und wollen diese am liebsten schleifen. Das erlebt man ja auch hier jeden Monat wieder, wenn das Tariftreuegesetz mal wieder erwähnt wird als Handelshemmnis. Freihandelsabkommen erfordern aus Ihrer Sicht eine Nivellierung der Standards oder am besten eine Angleichung der Standards nach unten. Die Umsetzung dieser Ideologie könnte zu einer faktischen Einschränkung oder gar Abschaffung von Handelsspielräumen von nachgeordneten Gebietskörperschaften wie den EU-Mitgliedstaaten, Bundesländern oder Kommunen führen. Das Abkommen kann aber auch eine Chance sein, die Abwärtsspirale bei Lohn- und Arbeitsstandards unter der Rechtfertigung der angeblichen Wettbewerbssituation zu durchbrechen. Diese Chance wird auch von den US-amerikanischen Gewerkschaften gesehen. Deswegen haben sie sich zum ersten Mal nicht prinzipiell gegen ein Freihandelsabkommen positioniert. Anzustrebendes Ziel sollte sein, dass sowohl Handelsbilanzgewinne als auch eine Steigerung der sozialen Wohlfahrt auf beiden Seiten erzielt wird. Die möglichen Vorteile eines Abkommens sind gegenüber den Risiken abzuwägen. Es liegt in den Händen der EU-Verhandlungspartner, die im Auftrag der Mitgliedstaaten die Verhandlungen führen, die Interessen von föderativ aufgebauten Mitgliedstaaten zu wahren und die Grundprinzipien dieser Staaten nicht zur Disposition zu stellen. Hierzu gehört die innerstaatliche Aufgabenteilung und Handlungsautonomie. Mitbestimmung, Tarifautonomie, Betriebsverfassung müssen garantiert werden. Gleiches gilt für Umwelt- und Datenschutzrechte. Dagegen sind die Investorenschutzvorschriften aus unserer Sicht abzulehnen, da sie zu unüberschaubaren Schadenersatzansprüchen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Fracking, das ist ja auch schon erwähnt worden. Es ist prinzipiell auszuschließen, dass durch das Abkommen politische Entscheidungen gefährdet, ausgehebelt oder umgangen werden. Es gilt, einen engen Handlungsrahmen abzustecken. Wir gehen fest davon aus, dass Nordrhein-Westfalen seine berechtigten Interessen in die deutsche Position einbringt. Lange vor der Ratifizierung durch den Bund haben die Länder zu prüfen, ob ihre Rechte und Interessen tangiert sind. Der demgegenüberstehende Nutzen bedarf einer gründlichen Analyse. Allerdings nur dann, und hier ist eine wesentliche Einschränkung, wenn Länderkompetenzen vom Vertrag betroffen sind. Hier endet nämlich die Einwirkungsmöglichkeit des Landes. Mit Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags liegt die Zuständigkeit der Handelspolitik mit all ihren Aspekten in der ausschließlichen Zuständigkeit der EU. EU-Handelsabkommen bedürfen der Zustimmung des Europäischen Parlaments. Daher sind es unsere Abgeordneten des Europäischen Parlaments, des Bundestages, unsere Mitglieder im Rat der Region, die ihren Einfluss geltend machen müssen. Ich sehe mit sehr großem Interesse den Beratungen in den Ausschüssen entgegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller-Witt. Der nächste Redner ist der Kollege Dr. Paul für die Piratenfraktion. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mal eins klarstellen. Es geht hier nicht um Chlorhühnchen.
Ich versuche mit Ihnen mal so etwas wie einen historischen Schnelldurchlauf. In den 80ern setzt eine neue Welle der regionalen Integration, genannt offener Regionalismus, ein. APEC 89, Mercosur 91 und NAFTA 94. Infolge erhöhen die transnationalen Konzerne den Druck auf Regierungen, den globalen und handelspolitischen Kontext gemäß ihren Vorstellungen anzupassen. Es entstehen Verträge für Dienstleistungen, GATS 95, Immaterialgüterrechte, TRIPS 96, handelsbezogene Investitionsmaßnahmen, TRIMS 95. Es wird dabei die Entwicklung hin zu einem neuen Typus von Handelsabkommen getrieben, die Erzeugung einer wettbewerbszentrierten transnationalen Rechtsstaatlichkeit, die auf der einen Seite Effizienz, Disziplin und Investorenvertrauen betont, gleichzeitig aber Kernfragen einer demokratischen politischen Kontrolle aushöhlt, diese den Staaten de facto entzieht. Und, Minister Dün, es sollte Ihnen zu denken geben, dass einer der führenden US-Ökonomen, Joseph Stiglitz, sich konkret in Le Monde Diplomatique gegen TTIP geäußert hat und die Europäer gewarnt hat, dieses Vertragswerk zu unterschreiben. Der neue Typus ist charakterisiert durch einen Dreiklang aus Marktförderung, Eigentumssicherung aus Sicht der transnationalen Konzerne und Entdemokratisierung. Beispiele, es wurde schon genannt, für diese neue Generation der Abkommen sind auf der einen Seite ACTA, der Pazifische Raum, TPP, unser TTIP und CETA. Das TTIP-Abkommen ist ein völkerrechtlicher Vertrag, dessen Regelungen quasi in Stein gemeißelt sind. Und auch wenn eine demokratisch gewählte Regierung in Zukunft dringenden Änderungsbedarf sehen würde, da wird es dann eben schwierig mit den Schiedsgerichten. Die Staaten, die regionale Wirtschaft und die Bevölkerungen sind den Wirkungsweisen der einzelnen bis jetzt bekannten TTIP-Kapitel, was da diskutiert wird, ausgeliefert. Selbst dann, wenn sich herausstellen sollte, dass die vorgeschobenen Ziele mit dem Vertrag gar nicht erreicht werden können. Die Frage ist, wieso unterwirft sich die Politik so bedingungslos dem Ruf der Märkte und wo ist die Stimme der Zivilgesellschaft? Die Vorverhandlungen sind dominiert, das wurde schon gesagt, von Industrieinteressen und der privilegierten Einflussnahme von Konzernvertretern während des Prozesses. Für uns Piraten ist das Intransparenz in Reinkultur. TTIP wird darüber hinaus über Hochglanzbroschüren von Bertelsmann und Co. der Bevölkerung verkauft, mit zweifelhaften, sehr zweifelhaften gesamtwirtschaftlichen Folgen für Nordrhein-Westfalen, Deutschland und die EU insgesamt. In Wirklichkeit aber, das ist jetzt abzusehen, werden die Großkonzerne profitieren. Die Eigentumsrechte des Big Business werden zementiert. Und es geht natürlich auch um die Ressourcensicherung der Ressourcen von morgen. Gerade Wissen ist der entscheidende Punkt da. Und ich schwöre Ihnen, Herr Ellerbrock, die Väter des Liberalismus und des Neoliberalismus würden sich kollektiv im Grab umdrehen bei dem Konzept, was zurzeit auf dem Tisch liegt. Ich habe nur noch 3 Sekunden. Ich fordere die Landesregierung auf, die Bevölkerung zu informieren. Herr Dün hat es auch gesagt, die Debatte wirklich anzustoßen und Transparenz einzufordern. Und von uns fordere ich zivilgesellschaftlichen Widerstand. Und wer von Ihnen gegen das Programm eingestellt ist und genügend Wumms in der Hose hat, der geht demnächst mit uns Piraten auf die Straße. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Paul. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind damit am Schluss der Debatte und kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt hier die Überweisung des Antrags Drucksache 5278 an den Ausschuss für Europa und eine Welt federführend, an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk, an den Rechtsausschuss sowie Ausschuss für Klimaschutz, Umweltschutz, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Ist jemand gegen diese Überweisungsempfehlung oder möchte sich enthalten? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsempfehlung so angenommen. Und wir kommen zum heutigen